Gigi, das passiert, wenn man sein Quad ins Haus spawnt, dummerweise. Ich hab gedacht, so, während ich es gemacht habe, habe ich noch. Soll ich es vielleicht abbrechen? Und dann habe ich mir gedacht, ach komm, die werden noch bestimmt eingebaut haben, dass ich das nicht ins Haus rein spawnen kann. Aber naja, ihr wisst ja, wie es ist. Es ist Arma. So, hallo und herzlich willkommen. Heute mal wieder eine Folge Arma 3 Exile. Wir sind auf einem Server von. Wo steht's? CGC, glaube ich. Ich habe jetzt einfach mal geguckt, wo was los ist. Und bin da drauf gegangen. Ich bin direkt in Elektro gespawnt und ich sehe hier schon ziemlich viele Gebäude, die normal hier nicht stehen. Können wir uns direkt mal ein bisschen ausrüsten. Eine Saiga. Besser als nichts am Anfang. Und dann gucken wir mal, was hier so losgeht. Ich habe auf jeden Fall vorgenommen, auch mit Crusher mal geschwätzt, dass wir mal wieder ein bisschen mehr Arma 3 spielen. Was macht eigentlich schon immer extrem viel Bock. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, auf welchen Servern ihr so spielt und wo auch generell viel los ist. Wir haben jetzt geguckt, auf den Zombie-Hölle-Server war jetzt zum Beispiel gerade nicht so viel los, wo ich drauf geschaut habe. Und ich möchte eigentlich, dass auf dem Server lieber immer ein bisschen zu viel los ist als zu wenig. Extrem zu viel ist natürlich auch nicht so gut. Das hat man beim Zombie-Hölle-Server am Anfang auch das Problem. Zumindest zu der Zeit ohne M110. Da müssen wir jetzt aber irgendwie was rausschmeißen. Das mit die Munition mitnehmen können, okay. Wie viel braucht die denn? Ach du jährliche Magnete. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Dosenöffner braucht man eigentlich auch, aber ist mir jetzt gerade egal. Vielleicht finden wir ja irgendwie noch einen Rucksack. Da war es teilweise, wie ich sagen wollte, gerade zu viel los. Da haben wir echt versucht, zu viert oder zu fünft auf den Server zu kommen. Und dann mussten wir ohne, ist kein Witz, so nach 20 Minuten Enter-Taste spammen, ist dann halt irgendwie dann doch zu viel. Schon direkt hier mal ein Ghillie. Ich hoffe, da passt ein bisschen mehr rein. Oh, das ist nice. Kann ich nämlich noch meinen Can-Opener mitnehmen. Das ist ab und zu mal echt wichtig. Ich kann hier gerade mal ein bisschen rumgucken, ob hier irgendwo was ist außerhalb. Ja, da war es dann halt echt zu krass nach 20 Minuten Enter-Taste spammen. Und dann sind wir auf den ER2-Server gegangen. Da war dann relativ viel los, wo der ganze Hype ein bisschen abgeflacht ist. War auf beiden irgendwie nichts mehr los. Und naja, ihr kennt ja das Spiel. Deswegen schreibt mal in die Kommentare, wo ihr so drauf zockt und vor allem was für Mods. Die Mods fand ich von den Zombie-Hölle-Server eigentlich extrem nice, was die so alles hatten. Auch die Waffen, was die eben hatten, fand ich extrem nice. Und ich habe jetzt gerade da hinten schon ein Auto gesehen, das werden wir jetzt gleich mal nehmen, beziehungsweise ich werde hier mal noch eben in diese Baracke reingehen. Ja, und dann gucken wir mal weiter, was es so ergibt. So, wir haben unser erstes Geld verdient. Wir sind hier gerade zum Unprotected Waste Trader gefahren. Sieht man, wie viel das wert ist? Nein. Und haben unser Auto erstmal vercheckt. Ich weiß noch nicht, was hier wo hier so viel los ist. Die Atmosphäre ist auf jeden Fall geil mit dem Regen. Jetzt hat sich der Nebel ein bisschen gelichtet, wo wir ein bisschen höher sind. Da liegt noch eine Schippe und Duct Tape ist zum Auto reparieren wohl. Nimm's auf, ja, nimm's auf. Die Schaufel bringt auch manchmal relativ viel Geld. Ich weiß hier noch nicht ganz die Preise auswendig. Dann gucken wir mal, wo wir uns jetzt hinbewegen können. Hier ist ein ATM. Da würde ich sagen, fahren wir da jetzt hin und dann könnten wir uns eventuell mal eine Mission trauen. Schauen wir mal. Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal dort hin.
Ja, dann gucken wir mal, wie es weiterläuft. Auf jeden Fall erstmal das Geld safen. Wo geht's hier runter? Da ballert was richtig Großkalibriges. Da werde ich doch glatt mal vorbeischauen, weil der wird auf jeden Fall die Mission abfarmen. Und wenn ich da jetzt zu der Mission gehe, die ich recht offensiv und recht schnell machen wollte, sehe ich dann natürlich keine Sonne. Aber dadurch, dass der jetzt auf die NPCs konzentriert ist, wie ich es hoffe, gucken wir mal nach da oben. Vielleicht haben wir Glück und erwischen ihn noch vor Server Restart. Schießt noch auf die Mission. Das ist irgendwo da hinten. Ich sollte dann auch nicht von Mission zwischen Mission und ihm laufen, sonst entdeckt er mich gleich. Kann natürlich auch sein, er ist nicht alleine und ein Mate deckt ihn ab. Aber gut, wir haben jetzt gerade noch nicht so viel zu verlieren, deswegen riskieren wir das einfach. Er fühlt sich derzeit wohl relativ sicher. Ist halt natürlich auch krank, wie weit man dieses Gewehr hört. Ich komme näher. Da habe ich einen Schuss gesehen, da vorne ist er. Jetzt guck dich noch nicht um. Bin gespannt, was der für eine Waffe hat. Die hört sich auf jeden Fall richtig krank an. So, wir müssen nur ein bisschen außer Atem. Einen haben wir. Ich weiß nicht, ob er das war tatsächlich. Oder die Waffe hat sich so angehört. Kann natürlich auch sein, hier ist noch einer. In der näheren Umgebung. Whisky hieß er. So, jetzt ist die Zeit relativ knapp, deswegen ist da unten. Ja, die Mission auf jeden Fall clearen wollen. Kann sein, er ist noch irgendwo und wartet, bis ich ihn loote. Sehe jetzt zumindest gerade nichts. Deswegen mache ich das jetzt einfach mal schnell. Nehmen wir einfach mal seine Waffe. Der hat sich ganz nett angehört. Rangefinder nehmen wir mit. Ja, sieht besser aus als meiner. Was habe ich im Ghillie? Muss ich wahrscheinlich jetzt eh gleich umpacken. Ich nehme sein Ghillie einfach. Da ist ein bisschen Magazine dabei. Dicker Rucksack. Was hat er da drin? Titan Missile. Die ist auf jeden Fall besser als die, was ich habe. Da brauchen wir nicht lange drüber diskutieren. So, was kann ich jetzt hier noch mitnehmen? Die brauche ich dann nicht mehr. Die nehme ich mit. Bandage. Can Opener. So, hier war jetzt nur noch die AKS drin. Das Duct Tape nehmen wir mit, das bringt auch nochmal 20 Krypto oder wie die Währung hier ist. Ich hätte jetzt gerne noch diesen Raketenwerfer, wie kriege ich den? Die kann ich jetzt wohl nicht mehr mitnehmen. Den packen wir mit ein. Die Rakete habe ich, hoffe ich. Und dann sage ich mal, tschö. Oh, da kommt sein Mate wahrscheinlich.
Das wird jetzt ernsthaft mit der Schippe auf mich losgehen. Ist jetzt relativ schnell wieder hergekommen. Ich weiß nicht, wo er gespawnt ist. Da kann sich natürlich jetzt auch hier direkt eine Waffe snacken. Deswegen machen wir uns jetzt hier einfach aus der Soße und hauen ab. Ich habe, was ich brauche. Das kann ich gut zu Geld machen. Ich frage mich, wo er jetzt gespawnt ist, dass er so schnell wieder dort ist. Klar, mit dem Quad ist man relativ mobil. Bis er die Waffe jetzt hat und mir hinterher rennt, dürfte ich einen kleinen Vorsprung haben. Oder fährt mir mit dem Quad hinterher. Hä, wo hat er das Auto jetzt her? Hat er das tatsächlich irgendwo gefunden, oder was? Der Mörder mit der Schippe, ich glaub's ja nicht, Mann, das ist jetzt vor dem. Der hat alle Munition leer geschossen gehabt. Ich hoffe, so sieht er mich jetzt nicht. Auch wenn er nur eine Schippe hat, ich muss erstmal hier mein Inventar sortieren. Gucken, was ich überhaupt noch hab, bevor ich mir hier einen Stress anfange. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob es so schlau war. Da liegt einfach das fette MG mit zwei Magazinen. Ich wundert eher, dass er das nicht geschnappt hat. So, jetzt muss ich doch gerade eben erstmal gucken hier. Noch irgendwas, womit er schießen kann? Natürlich nicht. Außer den Raketenwerfer und zwei Schuss hiervon noch. Jo. Ich weiß jetzt nicht, wohin ist. Hoffentlich in die andere Richtung und gut ist. So, lasse ich das, die Waffe noch dort holen. Ich mache mich aus dem Staub, bevor er dann mit den 400 Schuss auf mich losgeht. Und ich habe hier gerade noch 200. Und jetzt ist eh gleich Server Restart. Hätte ich eigentlich gedacht, aber die 4 Minuten sind eigentlich schon rum. Von dem her gucken wir mal, ja. So, ist auf jeden Fall eins klar. Ich habe eine fette Waffe und einen Raketenwerfer. Aber kann mich tatsächlich eigentlich nicht wehren. So, da höre ich schon wieder Schüsse. Ich muss gleich mal gucken. Ich glaube, da vorne war eine Mission. Das ist ziemlich tricky. Da ich irgendwie erstmal was hier zum Ballern brauche. Beziehungsweise Munition. Und es kommt irgendwie genau dort her, wo ich jetzt eigentlich hin wollte. Und zwar zu einem Black Market Trader. Fahrzeug. Wollte gerade fragen, ob das die vielleicht waren, die da rumgeballert haben. Aber da ballert es tatsächlich immer noch. Die sahen auf jeden Fall auch ungemütlich aus. Kann mich jetzt nur leider noch nicht so richtig wehren. Bisschen 7,62 Munition wäre ultra nice. Also die Schüsse kommen hier mehr nordwestlich.
Könnte sein, ich schaff's safe zum Trader. Wenn nicht, habe ich ziemlich viel Schotter verloren. Zwei so Eisenpoles drin. Ich habe glaube da allein mit der Waffe 1200 Krypto. Dann noch diese Missile hatte glaube ich 1500 Krypto. Das kam jetzt mehr so vom Trader. Oh mein Gott, ich weiß nicht. Schießen die vielleicht auf den Trader? Das kann natürlich auch sein. Ich habe hier das Problem, dass ich halt ansonsten weit und breit nichts habt. Ich müsste auch hierher laufen und danach zu dem ATM, der unprotected ist. Ich werde es einfach riskieren. Stary Sobor ist ja eh dafür bekannt. Für das PvP dort. So war es früher in DayZ Mod, so war es in der DayZ Standalone und irgendwie zieht die Leute immer noch hierher. Und dann ist dort noch ein Unprotected Black Trader, wenn ich da hoffentlich überhaupt verkaufen kann. Und dann muss ich mit dem Geld noch sicher zum ATM kommen. Ich habe hier was, alles, was ich zu bieten habe, sind zwei Schuss. Mit einer Waffe, mit der ich nicht weiß, wie man schießen muss. Das hat man vorher schon gesehen. Wir werden sehen. Nichtsdestotrotz. Okay. Zwei Schuss. Da muss ich relativ nah dran. Um die zu sitzen. Und dann sage ich mal, jo, gib mal deine Waffe her. Links passt mir ganz gut. Die packen wir raus. Inventory vom Truck. Hat er den jetzt abgeschlossen? Jo, hat er. Dann gehen wir hier mal schnell rein. Trade. Die rein. Kann ich die traden? Sell. Jetzt brauche ich nur ganz schnell eine Waffe. Illegal Weapons, mir egal, ich brauche irgendwas. Meine Güte. Trade, was hat der? Hardware Tools. Ich glaube es doch nicht. Wie viel habe ich jetzt auf Tasche? 5k. Alles verkauft soeben. Sell. Sell. Ja, dann gib mir halt mal so eine illegale Waffe. Die geben links. Kann ich nicht tragen. Was ist das denn jetzt? Ach du meine Güte. Das macht's nicht besser, was der da gerade macht. Macht mich ein bisschen nervös. Ja, um Gottes Willen, wie soll ich die denn jetzt bitte kaufen? Warum kann der den nicht direkt in die Hand kaufen? Ich verstehe es halt nicht. Jetzt. Endlich. Meine Güte, war das jetzt eine schwere Geburt. Jetzt brauche ich noch für diese Waffe Munition, wenn es geht. Equipment.
Meine Güte. Habe ich jetzt nicht genug? Wenn mir jetzt sagen, dass ihr für diese Waffe keine Munition hier habt, oder was? Ich flipp aus, oder kann ich die einfach nicht kaufen? Missing Respect, ich fasse es nicht. So. Meine Güte. Ja, ist mir jetzt gerade ehrlich gesagt einfach nur egal. Weil ich erstmal eine Waffe brauche, mit der ich schießen darf. Komm, kauf ich die. Ja, nice, okay. Vergiss das. Ich habe doch hier LRR-Munition. Okay, nice, ich habe 4 Schuss. Ich habe einen Haufen Geld. Der draußen ist richtig angepisst. Gib mir noch alles, was du hast. Sein Auto ist eh abgeschlossen. Das alles. Kann ich natürlich wieder nicht tragen, weil der drauf, das Fahrzeug drauf liegt. Gut. Verpiss ich mich jetzt, kein Bock mehr hier. Ich habe jetzt einiges in Kohle kaputt gemacht. Den kann ich nicht looten, weil sein Fahrzeug drauf steht. Das ist natürlich dann auch ein bisschen kacke. Das Auto kann ich natürlich nicht mehr wegbewegen, weil es geschlossen ist. Hier sind immer noch irgendwo Schüsse. Damit will ich aber jetzt gerade eigentlich nichts mehr zu tun haben. Ich habe wenigstens 6 Schuss mit der. Wahrscheinlich nicht mal ein Visier oder irgendwas. Zwei Leute mächtig angepisst. Und hier ist der nächste. So, den einen noch erwischt. Whisky wieder, oh mein Freund. Consume. Da war noch ein anderer, der auf mich geschossen hat. Der hat mir... Ah, ich kann den Instadoc nehmen. Der hat mir auf jeden Fall jetzt gerade ein Fahrzeug spendiert. Wie schnell das schon wieder... Hat er jetzt irgendwo gelootet? Ich weiß, es ist ultra gefährlich. K17 Sniper. Kommt der schon wieder her? Reicht's mir aber hier. Meine Güte, was war das denn jetzt? Was ist denn? Wie konnte er immer so wieder so schnell zu mir kommen? Okay, der andere hat mich jetzt erwischt. Der war wahrscheinlich weiter weg. Oder ja, gut, er tötet ihn auch noch. Das waren wahrscheinlich die, was ich am Anfang gehört habe. Egal, war eine lustige erste Runde. Wenn ihr mehr Video von Arma 3 sehen wollt, gebt doch bitte einen Daumen hoch. Kommentiert, wie ihr dieses Video gefunden habt oder ob ihr generell noch Arma 3 spielt oder ihr sagt, okay, jetzt habt langsam keine Lust mehr drauf. Nein, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.